Heute habe ich mir gedacht, machen wir eine vegane Mayonnaise. Hat den Vorteil im Sommer, man hat nicht das Problem, dass die klassische Mayonnaise dauernd in den Kühlschrank rein muss, weil hier keine Eier drin sind, also keine Salmonellengefahr. Dazu brauchen wir halt eine relativ geschmacksneutrale Sojamilch, das heißt also mit wenig Zuckeranteil drin. Man muss einfach drauf gucken, welche man sich dann aus den Regalen rausnimmt. Eine mit dem möglichst geringeren Zuckeranteil, ein vernünftiges Rapsöl, Senf, Kala Namak, das ist ein schwarzes indisches Salz, ein reines Naturprodukt, was den Eigeschmack nachmacht. Und damit kriegt man halt einen wunderbaren Mayonnaise-Geschmack wie bei Oma hin. Ansonsten nur noch Salz, Pfeffer und ein bisschen weißen Balsamico, der als Emulgator, als Gerinnungsmittel für die Milch dient. Ja, und los geht's. Milch in ein möglichst hohes Aufschlaggefäß geben, weil wir mit dem Zauberstab das gleich auch montieren und dann würde das sonst zu sehr spritzen. Die Milch rein, den Essig in die Milch, dann wird das so ein bisschen grisselig. Man sieht, dass das so leicht gerinnt. Den Effekt brauchen wir, den Zauberstab. Und dann lassen wir über den Zauberstab, über die Mitte her, langsam aber sicher das Öl gleich in die Milch laufen. Man sieht jetzt schon schön, wie sich die Emulsion bildet. Es wird jetzt schon schön dickflüssig, das heißt, das Öl geht in Reaktion mit der Milch und durch den Essig und man hat schon so jetzt schon richtig schöne cremige Konsistenz. Und je mehr Öl man dementsprechend gibt, umso fester kann man es ziehen. Wenn man zu viel Öl reinmacht, würde sich das wieder absetzen. So, wenn wir unsere Konsistenz haben, dass wir die wie klassische Mayonnaise schön vom Löffel tropfen lassen können, dann würzen wir, wie Oma das auch früher schon gemacht hat, mit Senf. Bisschen Salz. Besagtes Kala Namak. Beachten ist einfach, weniger ist manchmal mehr. Und wie zu Hause ein bisschen Pfeffer. Und dann nochmal losmontieren. Einmal probieren. Perfekt. Wem es so noch nicht mehr gewürzen, nachwürzen kann jeder so, wie er mag. Man muss so ein bisschen das Gefühl kriegen mit dem Kala Namak. Und ansonsten ist diese Mayonnaise halt auch im Sommer wunderbar. Kann man die bei jeder Gartenparty verwenden. Das ist also genauso klassisch einsetzbar wie jede andere Mayonnaise auch, für Dressings, für Soßen, für Salate, zur Pommes, wie auch immer.